Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von GarnetTV, alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und heute, bleibt auf jeden Fall mal dran, heute ist ein richtig, richtig geniales Aquarium dran, wo ich sage, jo, ich baue bei mir um und mache das genauso. Also bleibt dran. Was haben wir heute? Wir schauen uns natürlich eure Aquarien an und da ist natürlich ein richtiges großes Highlight dabei. Dazu später mehr. Und hier haben wir erstmal, moin Lukas und alle anderen, das ist mein Aquarium 110 LED. In Klammern 110 Liter. Zum Besatz gehören 24 Neons, 3 gemalte Schwielenwälse, 4 Zwergrallenfrische und 4 Fische aus Wildfang, Art unbekannt. Okay. Mein Aquarium läuft seit ca. 7 Wochen PS, finde deine Videos klasse, mach weiter so, hoffe dir gefällt mein Aquarium. Erstmal vielen Dank für dein Lob und dein Aquarium schauen wir uns natürlich gemeinsam mal an. Schade, dass du nicht wie alle anderen anfängst mit deinem Aquarium das uns zu zeigen, sondern alles nachmachst, dann schauen wir erstmal, denn das ist leider auch keine gute Qualität, was du da abgeliefert hast. Ich schau mal gerade, ob wir doch noch irgendwie eine schöne Ansicht von deinem Aquarium kriegen und nicht einfach von deinen nahen Fischen. Naja, haben wir leider nicht. Wir haben ja auf jeden Fall die Neons. Müssen jetzt ein bisschen hier durch. Die Qualität ist wirklich schlecht. Dafür, dass es 720p sein soll. Haben wir einen dunklen Bodengrund, haben wir Wurzeln drin, Pflanzen sehen gesund aus, wächst ja noch gar nicht so lange. Läuft ja auch noch gar nicht so lange, wollte ich gerade sagen. Die Kameraführung ist verwirrend. Wir haben hier, ach guck mal, hier haben wir ein bisschen, wir haben hier oben Schwimmpflanzen. Oh Gott, ist die Qualität. viel kann man nicht wirklich erkennen. Wir haben hier schöne Wurzeln, Leute, wir haben hier Pflanzen, die eingeschränkt, wir haben hier eine Rückwand, wir haben hier einen Mattenfilter tatsächlich, haben eine sehr wackelige Kamerabewegung, das sagte ich schon, und haben hier diesen schönen Wels. Und ja, macht keinen Sinn, das so anzugucken. Vielleicht kriegst du es nochmal hin, das nochmal vernünftig zu filmen. Und wir schauen uns das nächste Aquarium an von dem Marco. Hallo Lukas, gerne zeige ich dir dein Video von einem von meinen 6 Aquarien. Also es ist ja so, dass mir viele hier diese schreiben und die haben immer nicht nur ein Aquarium, sondern immer gleich mehrere. Finde ich echt cool. Das ist ein Juwel Lido 120, das läuft seit Mai 2020, also über ein halbes Jahr insgesamt. Als Besatz haben wir Trio Streifen Zwergbuntbarsche, 12 Sternenflecken, Neocaridina Davidi Blue Dream, rote Rennschnecke, Geweihschnecke, Geweihschnecke Black und Gold. Und ich freue mich über das Feedback. Liebe Grüße, Marco. Dann schauen wir doch mal, Marco, was, wie oder was du da Schönes hast. Erstmal cool, mega. Finde sowas ja immer genial, wenn das so richtig schön ein bisschen auch, ne, Wurzeln, dann überall Pflanzen drauf sitzen. Ich finde das einfach genial. Clean ist es auch und das läuft jetzt schon über ein halbes Jahr. Überall sitzt aber, wenn man genau hinguckt, immer irgendein Tier. Mooskugeln, auch Hammer, verkaufe ich übrigens auch bei mir im Shop unter www.garnettv.de. Schön saftig grüne, wer gerne welche haben möchte. Dann haben wir den auch Hammer. Den Filter hier komplett versteckt mit einer Rückwand finde ich ja absolut genial. Habe ich noch nie so gesehen. Bei, ne, diese Juwelfilter sind eigentlich die schwarzen. Richtig gut gelöst. Haben wir da Blue Dream, sehe ich da rumflitzen. Auch hier wieder kann man wieder sehen, dass man bei so einem Aquarium, wenn das so schön bewachsen ist, auch Garnelen drin halten kann, weil sie einfach die Versteckmöglichkeiten haben. Einziger Nachteil jetzt bei diesen Garnelen, dass der Nachwuchs tatsächlich, ich gehe mal ein Stück zurück, oder sogar die Tiere hier rein können. Hier sehe ich aber da drin, dass er da drin auch wirklich, ich glaube, einen Schutz gebaut hat, dass die Tiere gar nicht weiter runter können zu der Pumpe. Die sitzt ungefähr hier und schießt ja hier wieder raus. Hier hatten wir mal das Problem beim Gesellschaftsaquarium bei meinen Eltern, dass die Tiere hier, die Jungtiere oder so, zerfetzt worden sind und dann waren sie leider hin. Also cool und durchdacht und wirklich schick. Auch hier mit dem Moos, schön saftig grün, die Garnele weidet da. Hammer. Auch schöne
Schöne Schnecke. Und überall, jetzt immer mehr, sieht man immer mehr Tiere. Hier sind Schneckengarnelen, da sitzen die Fische drin. Absolut Hammer. Ich finde so ein Aquarium, wo man reinguckt, erstmal nicht so wirklich was sieht. Und beim genau Hinschauen kann man so viel entdecken. Das ist wie in der Natur. Da tarnen die Tiere sich ja auch immer so genial. Und schaut man einfach die ganze Zeit auf den Punkt. Das kann man zum Beispiel im Meer, in der Ostsee, kann man grundeln. Nur alleine, wenn man oben steht und ins Wasser von der Brücke oder so schaut, grundeln, Garnelen und alles entdecken. Man muss einfach nur wirklich auf einen bestimmten Punkt relativ lange gucken. Und dann muss natürlich auch gut sein, dass das Wasser jetzt nicht wellig oder sonst irgendwas, kann man die Tiere wunderbar sehen. Auch im See oder seit der Fische. Man muss sich einfach nur da hinsetzen und einfach reingucken. Und dann kommen die Fische, wenn Sonne scheint, einfach an die Oberfläche. Absolut Hammer. Ich heiße Noah, bin 14 Jahre und habe mittlerweile 10 Aquarien. Mit 14. Ein Traum. Ich hatte mit 14 3 oder 4. Das war schon viel. Und ich musste meine Eltern echt drum kämpfen, dass ich das gekriegt habe. Und beim dritten haben sie gesagt, das ist auf jeden Fall Schluss. Und dann habe ich mir immer heimlich immer weitere aufgestellt. Und irgendwann haben sie nicht mehr weitergefragt. Und irgendwann, wo das Limit erreicht war, konnte ich so viel aufstellen, wie ich wollte, weil sie gar nicht mehr wussten, wie viel ich hatte. Ich schicke dir hier mit meinem 25 Liter Aquarium. Es läuft seit 7 Monaten, ist besetzt mit 11 weißen Bienengarnelen und verschiedenen Schnecken. Das Aquarium wird nicht gedüngt und bekommt auch kein CO2. Okay, heute haben wir keine Komplettansichten. Heute ist ganz lustig. Heute fangen wir einfach mittendrin an. Wir haben hier einen riesen Landteil. Auch sehr schön gemacht, sehr schön durchdacht. Und da sehe ich schon die weißen Bienengarnelen. So, jetzt noch Schärfe. Ah, perfekt. Schöne weiße Bienengarnelen. Das ist eine relativ lustige Story. Als die das erste Mal aufgetaucht waren, war natürlich dann, sahen die aus wie die White-Pearl-Garnelen und dann wurde natürlich ein hoher Preis dafür verlangt. Da haben wir immer gesagt, das ist ja eine White-Pearl mit Leuten, die sich nicht wirklich auskennen. Natürlich kann man erkennen am Rostrum zum Beispiel, dass Rostrum ist die Nase, dass es halt eine Bienengarnele ist und dass es eine weiße Bienengarnele ist. Auch sehr, sehr schön. Habe ich selbst tatsächlich noch nicht drin gehalten. Insgesamt möchte ich mich demnächst auch wirklich eine kleine Anlage bauen, wo ich einfach mal Hochzuchten von den verschiedenen Karadinerarten pflegen möchte, weil das kam bei mir einfach immer zu kurz und ich glaube, es wird langsam einfach mal Zeit und auch dementsprechend ein paar Videos mal drüber zu machen, wie man dann Hochzuchten wirklich pflegt, was besonders an denen ist und wie man die auch nachzüchten kann und was man für Farbvariationen auch so herauszüchten kann. Ist da ein Marienkäfer da oben? So, dann haben wir ganz viele verschiedene Schnecken, haben hier relativ viel Moos. Da ist jetzt ein Video von Sascha, der Jahresrückblick. Könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Ein sehr schönes Aquarium, war ein bisschen wackelig und nicht so eine Komplettansicht, finde ich immer schade, aber war dafür in Ordnung. Dann haben wir von Hinrich, das ist ja ein lustiger Name, Hinrich. Hinrich ist er, auch 14 Jahre alt, hier sein 130 Liter Aquarium. Ein Neon ist ein bisschen wenig, 2 Guppies. Und einen neuen Besatz. Achso, das ist der alte Besatz. Okay, das heißt, der lässt den aussterben sozusagen. Dann haben wir 11 Rotköpfe, 5 Leopardpanzerwälse und das Aquarium ist noch nicht gut gekappt. Bestimmt gescaped. Das Aquarium ist nicht so gut gescaped, da ich nur einen Arm habe. Außerdem sind noch 2 Yoda und ein Turm der Geschnecke, eine Geweihschnecke und ein paar Garnelen mit dabei. Schnecken sind aus deinem Online-Shop. Cool, Hinrich. Und dann schauen wir mal, was du gemacht hast. Und ich meine, dafür, dass du nur einen Arm hast, was mir sehr leid tut, ist das doch wunderbar. Hast du doch cool gemacht. Wenn wir jetzt nochmal am Anfang gehen. Wir haben hier eine schöne, das ist, erinnert mich gerade an das Aquarium, was ich mal für meine Eltern umgestaltet habe. Habe ich auch so eine große Wurzel da. Eine große Wurzel hier und dann habe ich hinten ein paar Pflanzen reingemacht und vorne war frei. Erinnert mich komplett gerade daran. Natürlich könnte man jetzt hier, vielleicht schiebst du hier mal eine schwarze Pappe oder so hinter, dass man vielleicht die Kabel vielleicht nicht sieht. Das hatte man noch so ein bisschen Tiefeneffekt, aber an sich hast du schon mal was richtig Tolles daraus gemacht.
Wie viel Liter hatte er jetzt, glaube ich, nicht geschrieben gehabt? Doch, 130 Liter. Völlig in Ordnung. Hier fällt mir was auf. Man sollte die Pflanzen nicht in einem Bündel einpflanzen. Du solltest das eigentlich hier entfernen. Sieht so aus, als ob das jetzt schon relativ gut festgewachsen ist. Eigentlich soll man diese Stoffummantelung und dieses Gummi entfernen und dann einpflanzen. Ist auch einfach, weil das nicht wirklich ins Aquarium gehört. Das ist einfach nur zum Festhalten der Pflanzen bzw. ein Bündel herzustellen. Solltest du mal schauen. Außer die Pflanzen haben jetzt schon relativ große Wurzeln gebildet. Dann ist das so. Dann kann man sich vermeiden. Dann sehe ich gerade, dass die Wurzel, warte mal, ich gehe nochmal zurück, auf so einem Stein hier ist. Auch nicht schlecht. Sieht auch irgendwie cool aus. Da haben wir Schnecken. Freut mich immer wieder, wenn man meine Tiere bei euch natürlich sieht. Ne? Das finde ich immer richtig, richtig schön. Da geht mir mal das Herz auf, dass ich weiß, den Tieren geht's gut. Die sind gut aufgehoben. Richtig, richtig toll. Vielen Dank, dass du das mir auch nochmal dazu geschrieben hast. Ja, hervorragend. Vielen, vielen, vielen Dank für dein Aquarium. Ist wunderbar. Weitermachen und gerne wieder einschicken, wenn du was verändert hast. Dann schauen wir uns keine heute mehr. Doch, natürlich. Das Beste schauen wir uns heute an. Das Küchenaquarium. Lieber Lukas, ich komme gerne einen Aufruf nach, ein Video von meinem Aquarium in der Küche zu schicken. Es handelt sich um ein 1000 Liter Aquarium. Auf der einen Seite dient es als Küchenrückwand, also einfach absolut genial. Ich musste leider schon reinluschern, als ich die Überschrift gesehen habe, Küchenaquarium. Ja, Küchenaquarium? Muss ich mir unbedingt angucken. Auf der anderen Seite ist eine Schrankwand integriert. Wir haben aktuell ca. 70 Rotköpfe drin. Das ist heute, glaube ich, der beliebteste Fisch gerade in dieser Folge hier. 6 junge Brillant-Türkis-Diskusfische, 30 Amano-Garnelen und 40 Orchid-Harnischwälse. Für März habe ich noch eine weitere 6 Diskusfische bestellt. Ich würde mich freuen, wenn du unser Video veröffentlicht und vielleicht sogar auch verlinkst. Oliver und Deepa. Okay, absolut genial. Also wirklich. Wow, ich sehe es ja schon. Zieht euch das mal rein. Wenn das nicht wow ist, dann weiß ich nicht, was wow ist. Ich muss meine komplette Küche umbauen, um das nachzumachen. Das ist sowas von genial, das will ich auch. Oder was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie genial sieht denn das bitte aus? Und dazu noch die geile Küche. Also das ist... Ich finde das so genial. Ich sage jetzt auch nichts mehr. Ich gucke es mir jetzt einfach an. Ich habe es noch nicht ganz angeguckt. Ich habe nur den Start... Oh, ein Kamin. Das ist auch, glaube ich. Total schön gestaltet. Schöne Fische. Ich finde sowas immer so genial, wenn man von beiden Seiten reingucken kann. Steht sogar ein Sofa vor, wo man sich vorsitzt. Ich ziehe da ein. Ich ziehe bei euch ein. Ich komme vorbei und schaue es mir live an und dann sitze ich da einfach ein paar Tage vor, wenn das in Ordnung ist. Und kochen tue ich auch, weil mit dem Blick zu kochen macht ja noch mehr Spaß als sowieso schon kochen, Brie. Aquarium bei Nacht. Hammer. Und so schöne Diskusfische. Ist auch wirklich schön geschnitten und aufgenommen, muss ich sagen. Also auch hier nochmal sehr schön gemacht. Wirklich. Hammer Aquarium. Bin ich neidisch. Und geniale Idee. Und dann kann man wahrscheinlich da auch nochmal sitzen mit Lagerfeuer. Also absolut genial. Vielen, 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 vielen Dank für diesen tollen Einblick. Also richtig schönes Aquarium. Und damit beende ich diese Folge, weil mehr kann ich mir gerade nicht angucken, weil ich muss mir dieses Video jetzt noch 3-4 Mal angucken. Ich verlinke euch das Video auch gerne nochmal in der Videobeschreibung, falls ich dran denke. Und
Wenn du dein Aquarium einschicken möchtest, kannst du das gerne tun. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, einen guten Start in die Woche und vergiss niemals, schaust du gerne TV, wirst auch du gerne schlau. Mein Name ist Lukas Müller. Bis dann.